Hallo, lass uns wieder über Mathe sprechen. Heute würde ich gerne über Gebäude sprechen. Gebäude sind schöne geometrische Objekte, auf denen wir Gruppen wirken lassen können und so mehr über die Gruppen herausfinden können. Gebäude sind ganz zentral in der Gruppentheorie und mein persönliches Forschungsinteresse. Ich persönlich interessiere mich am meisten für sphärische Gebäude. Alles, was ich in diesem Video sage, basiert ganz stark auf diesem Buch, The Structure of Spherical Buildings von Richard Weiss. Ich finde, das Buch ist sehr, sehr gut geschrieben, sehr verständlich, sehr toll. Und wenn man mehr über Gebäude als Kammerkomplexe oder sphärische Gebäude wissen will, empfehle ich dieses Buch. Es hat auch nur knapp über 100 Seiten. Man kann es also wirklich sehr gut lesen. Das Ding ist, Gebäude sind ziemlich komplex. Man braucht eigentlich sehr, sehr viel Vorarbeit, um erstmal bei der Definition von Gebäude anzukommen. Was ich in diesem Video machen möchte, ist eher so die Idee und die Intuition hinter Gebäude zu vermitteln und anhand von Bildern zu zeigen, was Gebäude sein können, sodass man ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt. Für die ganzen Details würde ich dann auf das Buch verweisen. Dieses Video wird super, super grob. Ich werde vieles auslassen. Aber genau, das Ziel ist einfach nur, dass man vielleicht mal gehört hat, was ein Gebäude ist, eine grobe Vorstellung hat und mal ein paar Beispiele gesehen hat. Alles, was ich in diesem Video sage, habe ich auch in einem Vortrag erzählt, den ich an der Universität Kiel im Rahmen des Grüppchen gehalten habe. Das heißt, das hier ist quasi genau der Vortrag, den ich da gehalten habe über Gebäude. Okay, also, was ist die Struktur dieses Videos? Zuerst müssen wir ein bisschen über Graphen sprechen. Man kann sich Gebäude einfach als kantengefärbte Graphen mit weiteren Eigenschaften vorstellen. Aber zuerst lass uns ein bisschen über Graphen sprechen. Dann werden wir über Kammernsysteme sprechen. Kammernsysteme sind auch einfach nur Graphen mit bestimmten Eigenschaften, aber schon ein bisschen näher an Gebäude dran als einfach nur ein normaler Graph. Dann sprechen wir nochmal über Coxeter-Gruppen. Ich habe ja ein ganzes Video über Coxeter-Gruppen gemacht. Ist auf jeden Fall gut, das Video zuerst zu gucken und dann hierhin zurückzukommen. Dann können wir definieren, was ein Gebäude ist und dann können wir uns Beispiele anschauen. Okay, also ein Graph ist eigentlich eine sehr unkomplizierte Sache. Wir brauchen einfach nur eine Eckenmenge und eine Kantenmenge. Wenn wir einen Graphen malen wollen, machen wir für jede Ecke einen Punkt und für Kanten machen wir Linien. Kanten formal sind zweielementige Teilmengen von den Ecken. Das heißt, wenn wir eine Kante aufschreiben, dann sind da immer zwei Ecken drin und dann wissen wir, von wo bis wo die Kante geht und von wo bis wo wir eine Linie malen wollen. Wenn jetzt die Kantenmenge aus allen zweielementigen Teilmengen der Eckenmenge besteht, das heißt, wir malen immer Kanten zwischen zwei Ecken, dann nennen wir einen Graphen auch vollständig. Jetzt ist es so, wenn wir einen Graphen gegeben haben und den aufmalen, dann können wir die Kanten einfärben. Also man kann sich das ja ganz einfach vorstellen, man hat ein Bild mit Punkten und Linien zwischen den Punkten und wir können die Linien in unterschiedlichen Farben malen. Wenn wir einen Graphen haben, der unterschiedliche Kantenfärbungen hat, dann nennen wir den auch kantengefärbter Graph. Das Ganze können wir ein bisschen formalisieren. Das war jetzt sehr sloppy. Wir formalisieren das. Sei I eine Menge mit Elementen I1 bis IN und stellen wir uns das einfach mal vor, diese I1 bis IN sollen unsere Farben sein. Dann ist eine Kantenfärbung eine surjektive Abbildung von unserer Eckenmenge in unsere Menge I, sodass jeder Ecke eine Farbe zugeordnet wird. Surjektiv deshalb, um I unambiguous zu machen. I nennen wir auch Indexmenge, diese Abbildung nennen wir Kantenfärbung und ein Graph, der eine Kantenfärbung hat, heißt eben auch kantengefärbter Graph. Wenn wir jetzt einen kantengefärbten Graphen haben, können wir sagen, wenn wir zwei Ecken haben, die durch eine Kante verbunden sind mit der Farbe I, dass dann diese zwei Ecken benachbart sind, was Sinn ergibt, weil sie ja direkt nebeneinander sind und durch eine Kante verbunden sind. Ich werde jetzt noch eine Sache definieren, die wir später brauchen werden. Und zwar, wenn wir eine Menge I haben, dann können wir uns eine Menge MI daraus konstruieren, die aus allen endlichen Folgen von Elementen aus I besteht. Manchmal wird es auch der freie Monoid genannt über I. Mit anderen Worten könnte man ausdrücken, wenn wir I als Menge, als ein Alphabet auffassen, dass dann MI einfach aus allen Wörtern besteht, die wir aus den Buchstaben aus I schreiben können. Was man in Graphen auch machen kann, ist Wege betrachten. Also wenn wir einen Graphen haben mit Punkten und Linien, dann können wir Kanten entlang gehen von Punkt zu Punkt und dann haben wir einen Weg in dem Graph. Was ich ja direkt am Anfang des Videos schon sagte, ist, dass man sich Gebäude eigentlich einfach als kantengefärbte Graphen mit weiteren Eigenschaften vorstellen kann. Im Kontext von Gebäuden benutzen wir aber ein bisschen anderes Vokabular. Zum Beispiel sagen wir nicht, wir sprechen nicht von Ecken, sondern wir sprechen von Kammern. Kammern in unserem Graphen. Wir sprechen nicht von Wegen, sondern wir sprechen von Galerien.
Und das nächste, was wir machen wollen, ist formal definieren, was eine Galerie ist. Gegeben einen kannengefärbten Graphen, dann ist eine Galerie der Länge k, k ist immer größer gleich 0, eine Folge von k plus 1 Kammern u0 bis uk, so dass uj minus 1 ij benachbart zu uj ist. Das heißt, wir gehen von Kammer zu Kammer, also von Ecke zu Ecke in unserem Graphen, aber die Ecken müssen immer benachbart sein, das heißt durch eine Kante verbunden sein. Und wenn wir dann die Kanten entlang gehen, von Kammer zu Kammer, dann nennen wir das eine Galerie. Da die Kanten in unserem Graphen ja gefärbt sind, bzw. beschriftet sind, was das gleiche ist, weil unsere IJ alles nur Farben sind, kriegen wir ja für jede Kante ein IJ. Und wenn wir jetzt eine Galerie haben, die diese Kanten lang geht, und wir schreiben dann diese ganzen IJ hintereinander, dann nennt man das auch den Typ der Galerie. Also wir kriegen ein Element aus unserem MI. Wir kriegen ein Wort mit Buchstaben aus I raus. Wenn wir jetzt Galerien in unserem Graphen betrachten, dann können wir auch Abstände messen. Wir sagen, der Abstand zwischen zwei Kammern in unserem Graphen ist die Länge der kürzesten Galerie zwischen diesen zwei Kammern. Wenn wir zwei Kammern haben, die nicht durch Kanten verbunden sind, dann sagen wir einfach, der Abstand soll unendlich sein. Wenn wir eine Galerie zwischen zwei Kammern haben, die die Distanz realisiert, dann nennen wir diese Galerie auch minimal. Wir nennen einen Graphen zusammenhängend, falls es zwischen zwei Kammern immer eine Galerie gibt. Und man kann auch, wenn wir einen Graphen haben, von Zusammenhangskomponenten des Graphens sprechen. Eine Zusammenhangskomponente wäre einfach eine Äquivalenzklasse bezüglich der Äquivalenzrelation. Es existiert eine Galerie zwischen diesen zwei Kammern. Also stellen wir uns mal einen unzusammenhängenden Graphen vor. Da kann er ja trotzdem Teilgraphen haben, bei denen es so ist, dass zwischen allen Ecken immer Kanten sind. Und dann nennen wir so einen Teilgraphen eine Zusammenhangskomponente. Zusammenhangskomponenten sind super wichtig und die sind auch jetzt unser Übergang zum Thema Kammernsysteme. Um ein Kammernsystem zu definieren, brauchen wir erst den Begriff von Residuen. Also gegeben einen kantengefärbten Graphen mit Indexmenge i, wollen wir uns jetzt eine Teilmenge von i rausnehmen. Das heißt, i sind alle Farben und wir wollen jetzt nur bestimmte Farben betrachten, nennen diese Teilmenge von i j. Da können wir ja in unserem Graphen alle Kanten entfernen, deren Farbe nicht in J ist. Und was wir dann über haben, das nennen wir dann auch die J-Residuen des Graphen. Wenn wir jetzt einfach alle Kanten entfernen, deren Farbe nicht in J ist, kann es ja auf jeden Fall sein, dass wir etwas Unzusammenhängendes kriegen. Wir nennen dann eine einzelne Zusammenhangskomponente ein J-Residuum. Also ein J-Residuum ist immer zusammenhängend, es ist eine Zusammenhangskomponente. Wenn wir diesen Graphen haben und alle Kanten entfernen, deren Farbe nicht in J ist, kann es sein, dass wir mehrere J-Residuen rauskriegen. Also wenn wir uns das vorstellen, wenn wir ein Sechseck haben und die Kanten sind immer abwechselnd orange und pink und wir lassen jetzt alle pinken Kanten weg, dann kriegen wir drei orange Kanten. Das heißt, wir haben drei orange Residuen und eine einzelne orange Kante ist ein Residuum. Und wenn wir uns jetzt J-Residuen angucken wollen, dann nennen wir die Kardinalität von J auch den Rang des Residuums. Das heißt, in unserem Beispiel mit dem Sechseck, wo wir orange und pinke Kanten hatten und uns dann nur die orangenen Kanten angeguckt haben, hatten wir insgesamt schon nur zwei Farben und dann haben wir uns nur orange angeguckt. Das heißt, wir hatten nur eine Farbe. Das heißt, die Kardinalität von unserem J war 1 und die orangenen Kanten waren Rang 1 Residuen. Und jetzt können wir definieren, was ein Kammernsystem ist. Ein Kammernsystem ist ein kantengefärbter Graph, in dem alle 1 Residuen vollständige Graphen mit mindestens 2 Kammern sind. Das heißt, wenn wir uns wieder unser Sechseck angucken, dann gibt es jetzt zwei Fälle zu betrachten. Wir müssen einmal angucken, wie die orangenen Residuen aussehen und einmal wie die pinken Residuen aussehen. In beiden Fällen kriegen wir immer Kanten mit zwei Ecken. Das heißt, es ist auf jeden Fall gegeben, dass jedes Residuum zwei Kammern hat, mindestens. Und wenn wir einfach nur zwei Kammern und eine Kante dazwischen haben, dann ist das auch vollständig, weil die Kantenmenge eben aus allen zwei elementigen Teilmengen der Eckenmengen besteht. So, jetzt noch zwei wichtige Begriffe im Kontext Kammernsysteme, für die wir später Beispiele sehen werden. Einmal, man nennt ein Kammernsystem dünn, wenn alle Rang 1 Residuen genau zwei Kammern haben und wir nennen es dick, wenn sie mehr als zwei Kammern haben, also mindestens drei. Alles, was ich jetzt zu Kammernsystemen gesagt habe, ist wichtig und wir brauchen es später. Wir müssen jetzt aber erst nochmal kurz über Coxeter-Gruppen sprechen. Okay, kurze Wiederholung. Eine Coxeter-Matrix ist ein symmetrisches Array mit Einsen auf den Diagonalen. Und die anderen Elemente in der Matrix sollen alle aus den natürlichen Zahlen oder unendlich sein und größer gleich 2.
wenn wir jetzt so eine Coxeter-Matrix gegeben haben, dann können wir die auch wieder mit einer Indexmenge i durchindizieren und können dann auf einen einzelnen Eintrag in der Matrix verweisen, indem wir sagen, das ist MIJ. Wenn wir so eine Matrix haben und so eine Indexmenge i, dann können wir dazu ein Coxeter-Diagramm malen. Manchmal auch Dünking-Diagramm oder Coxeter-Dünking-Diagramm genannt. Und zwar soll die Eckenmenge die Indexmenge i sein. Wir malen für jedes Element aus i eine Ecke. Und wir malen dann Kanten zwischen i und j und beschriften die mit MIJ. Allerdings wollen wir das nur machen, wenn MIJ größer als 2 ist. Zum Beispiel, wenn wir eine 2×2-Matrix haben mit Einsen auf der Diagonalen und in den anderen Einträgen stehen 3, dann würde das korrespondieren zu dem Coxeter-Diagramm mit 2 Ecken und einer Kante dazwischen und die Kante wäre mit 3 beschriftet. Gegeben eine Indexmenge i und eine Coxeter-Matrix, können wir jetzt definieren, was eine Coxeter-Gruppe ist. Als erstes wollen wir eine erzeugende Menge, die mit i durchindiziert ist. Also wir haben eine Menge R, die besteht aus Ri mit i Element i. Die zugehörige Coxeter-Gruppe soll dann als erzeugende Menge diese Menge R haben und Relationen sollen sein, dass für jedes Ri Ri hoch 2 gleich 1 ist und wenn wir Ri, Rj hintereinander schreiben, dann soll die Ordnung davon Mij sein, außer Mij ist gleich unendlich. Das heißt also, wir kriegen für jedes Element i aus i einen Erzeuger und die Relation können wir einfach aus der Coxeter-Matrix ablesen. Wenn wir jetzt nochmal als Coxeter-Matrix uns hernehmen, die 2×2-Matrix mit Einsen auf der Diagonalen und 3 sonst, dann können wir dazu auch die Coxeter-Gruppe aufschreiben und das wäre einfach die Gruppe mit 2 Erzeugern. Jeder Erzeuger selbst ist eine Involution, hat also Ordnung 2 und wenn wir beide Erzeuger hintereinander schreiben, dann soll das Ordnung 3 haben. Und das ist dann auch die DE der Gruppe D3. Wenn wir jetzt eine erzeugende Menge haben, die mit I durchindiziert ist, dann kriegen wir auch eine Abbildung von I in unsere erzeugende Menge. Und zwar indem wir jedes klein i abbilden auf den zugehörigen Erzeuger Ri. Diese Abbildung können wir jetzt eindeutig erweitern zu einem Homomorphismus, müsste man zeigen, machen wir nicht, kann man eindeutig erweitern zu einem Homomorphismus von unserem Mi in die Coxeter-Gruppe. Mi war die Menge aller endlichen Folgen, die wir aus Buchstaben aus i kriegen können. Und zwar, wenn wir so eine endliche Folge f haben, dann bilden wir die ab auf rf. Und so kriegen wir einen Homomorphismus von Mi nach Coxeter-Gruppe. Diesem Homomorphismus geben wir jetzt den Namen R. Und wenn wir eine Coxeter-Gruppe und so eine Abbildung haben, dann nennen wir die Coxeter-Gruppe zusammen mit dieser Abbildung auch ein Coxeter-System. Bezeichnen wir mit Gamma das zugehörige Coxeter-Diagramm, so nennen wir Gamma den Typ von der Coxeter-Gruppe oder dem Coxeter-System. Und wir sagen dann, unser Coxeter-System WR hat Typ Gamma. Und ein Coxeter-Diagramm heißt sphärisch, falls die zugehörige Coxeter-Gruppe endlich ist. Wir brauchen jetzt nur noch eine letzte Kleinigkeit, bevor wir definieren können, was ein Gebäude ist. Und zwar brauchen wir ein bisschen eine Intuition dafür, was es heißen könnte, dass ein Wort in der Coxeter-Gruppe reduziert ist. Also das Ding ist, manchmal ist es möglich, das gleiche Wort hinzuschreiben in einer komplizierten langen Art und Weise oder es kurz hinzuschreiben. Wenn wir es kurz hingeschrieben haben, dann nennen wir es auch reduziertes Wort. Kurzes Beispiel, ich will das jetzt nicht formal groß darauf eingehen, aber kurzes Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel gegeben haben, dass G eine Involution ist und wir haben die Buchstaben G und H und wir schreiben G, 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 H, dann können wir viele Gs erstmal wegstreichen, weil die die Identität sind und die nichts tun. Und wenn wir es lang schreiben, dann wäre es nicht reduziert. Wenn wir die Gs wegstreichen, die wir nicht brauchen, dann wäre es reduziert. Okay, dann können wir jetzt endlich definieren, was ein Gebäude ist. Die Definition ist ein bisschen lang. Wir brauchen auf jeden Fall Gamma, ein Coxeter-Diagramm, und WR, ein zugehöriges Coxeter-System. Ein Gebäude von Typ Gamma ist ein Paar Groß-Delta-Klein-Delta, wobei Groß-Delta ein Kammernsystem mit Indexmenge i ist und Delta eine Abbildung vom Kammernsystem, Kreuz-Kammernsystem, in die Coxeter-Gruppe W, sodass die folgenden Eigenschaften gelten. Wenn wir ein reduziertes Wort F in unserem Mi haben und ein geordnetes Paar von zwei Kammern XY, dann soll klein Delta von XY gleich RF sein, genau dann, wenn eine minimale Galerie von X nach Y vom Typ F existiert. Was bedeutet diese Eigenschaft? Diese Eigenschaft bedeutet, dass Wörter in unserer Coxeter-Gruppe und Galerien in unserem Graphen irgendwie gut zusammenpassen müssen. Es ist so, und das muss man zeigen, man kann es zeigen, dass wenn man zwei Kammern in unsere Abbildung klein Delta reinsteckt, und dann ein Wort in der Coxeter-Gruppe rauskriegt,
davon die Wortlänge betrachtet, dass das auch schon gleich der Länge der minimalen Galerie zwischen diesen Kammern ist. Bezüglich dieser Funktion Kleindelta kann man viele schöne Eigenschaften zeigen. Das wird dann sehr technisch und das machen wir jetzt nicht. Kleindelta wird manchmal auch Weil-Abstandsfunktion genannt oder W-wertige Abstandsfunktion, weil wenn wir zwei Kammern reinstecken, kriegen wir nicht direkt einen Abstand, eine Zahl raus, sondern eben ein Wort. Aber weil es eben dann mit der Wortlänge doch der Abstand ist, ist es quasi eine Abstandsfunktion. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, kann man in dem Buch alles genau nachlesen, wird irgendwann ziemlich technisch und ich möchte in diesem Video ja Details weglassen und wir gucken uns jetzt lieber Beispiele an. Eine erste große wichtige Klasse an Beispielen sind Kelligraphen von Coxeter-Gruppen. Kelligraphen von Coxeter-Gruppen sind Gebäude. Ganz im Allgemeinen ist es so und man kann eine Abstandsfunktion Kleindelta vom Kammernsystem, Kreuzkammernsystem in die Coxeter-Gruppe definieren, indem man sagt, zwei Kammern, xy, werden abgebildet auf x hoch minus 1, y. Wir sehen das gleich an einem expliziteren Beispiel, aber erstmal wollte ich ganz allgemein festhalten, Kelligraphen von Coxeter-Gruppen sind Gebäude. Zum Beispiel können wir uns die Gruppe D3 angucken. Also die Dieder-Gruppe D3, die natürlich auch eine Coxeter-Gruppe ist. Und das ist die Gruppe mit Präsentierung GH und dann Relation G² gleich H² gleich GH hoch 3 gleich 1. Und diese Gruppe hat 6 Elemente, die Identität GH, GH, HG und GHG. GHG ist wieder das gleiche wie HGH, das kann man ausrechnen. Und zu dieser Coxeter-Gruppe können wir dann natürlich den Kelligraphen malen und den haben wir quasi schon ein bisschen heute gesehen. Es ist unser Sechseck und diesmal können wir aber auch den Ecken und den Kanten Namen geben, wenn wir wollen. Und das ist ein Gebäude. Das zugehörige Coxeter-Diagramm haben wir heute auch schon gesehen. Es hat zwei Ecken und eine Kante dazwischen. Das ist dann der Typ von unserem Gebäude. Und wenn wir uns die Rang 1 Residuen angucken, dann sehen wir, jedes Rang 1 Residuum hat genau zwei Kammern. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel für ein dünnes Gebäude. Dazu jetzt noch ein paar Fun Facts, um klarzumachen, warum diese Klasse an Gebäuden so wichtig ist. Die folgenden Aussagen müsste man eigentlich beweisen. Wir werden sie jetzt nicht beweisen. Müsste man eigentlich. Wenn wir ein Coxeter-Diagramm Gamma haben, dann sind die Kelligraphen, die bis auf Spezialisomorphie einzigen dünnen Gebäude vom Typ Gamma. Was Special Isomorphism sind, möchte ich jetzt auch nicht definieren, aber quasi unsere dünnen Gebäude sind immer Kelligraphen von Coxeter-Gruppen. Und das ist schon ziemlich krass. Weil Kelligraphen von Coxeter-Gruppen so ein wichtiges Beispiel für Gebäude sind, haben sie auch nochmal eine besondere Bezeichnung. Und zwar nennen wir sie auch Coxeter-Kammern-Systeme von Typ Gamma. Gamma ist dann immer das Coxeter-Diagramm. Was man auch zeigen kann, ein bisschen, und wo noch mehr Theorie hinter steckt, die ich jetzt nicht benenne, ist, dass Apartments von einem Gebäude sind Coxeter-Kammern-Systeme. Apartments sind gewisse Bestandteile von unserem Gebäude und wir können quasi sehen, dass Kelligraphen von Coxeter-Gruppen immer in Gebäuden drinstecken, um es jetzt sehr grob und sloppy zu sagen. Wir haben am Anfang schon gesagt, wie die Weil-Abstandsfunktion Kleindelta aussehen muss bei dem Beispiel Kelligraphen Coxeter-Gruppe. Und zwar, wenn wir zwei Kammern x und y haben, dann soll Kleindelta xy abbilden auf x hoch minus 1y. Wir können uns das jetzt in diesem konkreten Beispiel einmal angucken. Wenn wir uns die Kammer GH hernehmen und die Kammer H, dann können wir gucken, welche Kanten müssen wir langlaufen, was für eine Galerie kriegen wir raus. Zum Beispiel können wir bei GH erst die pinke Kante langlaufen, dann die orange und dann die pinke, dann kriegen wir das Wort HGH. Und wenn wir jetzt GH und H in unsere Abstandsfunktion reinstecken, dann kriegen wir raus H hoch minus 1 GH. Weil H eine Involution ist, ist das gleiche wie HGH. Das heißt, hier sehen wir, wie wir eine Galerie haben, durch die Galerie ein Wort kriegen, den Typ der Galerie, und wie das mit der Definition unserer Abstandsfunktion zusammenpasst. Wir könnten auch von GH nach H gehen, die andere Richtung, also erst orange, dann pink, dann orange, dann würden wir rauskriegen das Wort GHG, aber GHG ist ja das gleiche wie HGH. Und wenn wir jetzt GH und H andersrum in unsere Abstandsfunktion reinstecken würden, dann würden wir GH hoch minus 1 H rauskriegen und das könnten wir umformen und dann würden wir auch wieder das gleiche rauskriegen und so passt alles zusammen.
Weil D3 eine endliche Gruppe ist, haben wir hier also jetzt ein Beispiel für ein dünnes sphärisches Gebäude. Als nächstes möchte ich ein Beispiel für ein dickes sphärisches Gebäude geben. Das ist aber ein bisschen involvierter. Wir werden etwas brauchen, bis wir bei dem Graphen ankommen. Für unser Beispiel brauchen wir einen Körper. Wir nehmen als Körper F2. Das ist der Körper mit nur zwei Elementen, und zwar 0 und 1. Über diesen Körper brauchen wir einen Vektorraum. Als Vektorraum nehmen wir F2 hoch 3. Den Vektorraum bezeichnen wir auch mit x. Jetzt wollen wir uns die Menge aller proper Subspaces von x angucken. Die Menge nennen wir v. Das können wir auch in einer Liste aufschreiben, was diese ganzen proper Subspaces von f2 hoch 3 sind. Es sind insgesamt 14. Dann wollen wir eine Menge s definieren, die wir aus v rauskriegen. S soll die Menge aller Teilmengen von v sein, die aus zwei Elementen besteht. Für die gilt, dass das eine Element in dem anderen enthalten ist. Also wenn wir die ganzen Subspaces in V einmal mit yi bezeichnen, dann kriegen wir, dass die Elemente aus S solche Teilmengen y1, y2 sein sollen, wobei y1 Teilmenge von y2 sind. Wir schreiben dann auch einfach normale Klammer y1, y2, normale Klammer, um die natürliche Ordnung durch Inklusion zu kennzeichnen. Die Menge S können wir uns auch einmal komplett aufschreiben. Sie ist nur halt sehr groß und ja, man kriegt viele Elemente für S, insgesamt 21. Ist halt viel Rumrechnerei, aber die Menge S, die ich aufgelistet habe, ist wirklich genau das, wie wir es gesagt haben. So, unser Ziel ist ja, ein Kammernsystem zu basteln, ein Gebäude zu basteln, einen Graph aufzumalen. Wir machen für jedes Element aus S eine Ecke. Das heißt, wir kriegen 21 Ecken. Und jede Ecke ist ja eben ein Element aus S. Das heißt, so ein Tupel y1, y2. Wir wollen Kanten malen zwischen y1, y2 und y1', y2', falls die beiden entweder in der ersten Komponente oder der zweiten Komponente übereinstimmen. Falls sie in der ersten Komponente übereinstimmen, dann geben wir der Kante eine Farbe, und wenn sie in der anderen Komponente übereinstimmen, dann geben wir ihr die andere Farbe. Also zwei Farben gibt es insgesamt. Wenn wir uns unsere große Menge S angucken, dann können wir daraus ablesen, dass es zu jedem einzelnen Element zwei weitere gibt, die mit diesem Element in der ersten Komponente übereinstimmen. Genau das gleiche für das zweite. Das heißt, wir wissen schon, dass von jeder Ecke immer vier Kanten abgehen müssen. Und wir wissen auch, weil es halt insgesamt immer drei Elemente gibt, die in der ersten Komponente übereinstimmen und drei Elemente, die in der zweiten Komponente übereinstimmen, dass jede Ecke in zwei Dreiecken liegen muss. Wenn man jetzt zuerst versucht, diesen Graphen aufzumalen und sich alle Ecken hinschreibt und wild die Kanten malt, kriegt man etwas sehr Chaotisches raus. Das ist kein schönes Bild. Mit etwas viel Überlegungsarbeit kann man aber die Ecken alle so anordnen, dass man ein super schönes symmetrisches Bild kriegt. Das ist etwas Arbeit. Ich habe diese Arbeit gemacht und kann dieses Bild jetzt zeigen. Ich kann auch erklären, wie man zu diesem Bild hinkommt, wie man darauf kommt, das so anzuordnen. Das möchte ich jetzt hier nicht machen, aber ich möchte auf jeden Fall das Bild einmal zeigen und den Graphen einmal zeigen und wie das dann am Ende aussieht. Und das ist ein dickes sphärisches Gebäude. Die zugehörige Coxeter-Gruppe ist wieder D3, das heißt, wir kriegen auch wieder ein Gebäude vom Typ zwei Ecken, eine Kante dazwischen. Das wäre das Coxeter-System. Man sieht an dem Graph sehr schön, warum D3 die zugehörige Coxeter-Gruppe sein muss, weil wir eben zwei Farben haben. Das korrespondiert zu zwei Erzeugern in der Coxeter-Gruppe. Und die maximale Länge einer minimalen Galerie zwischen zwei Ecken ist 3. Und wenn wir zwei Ecken haben und uns minimale Galerien angucken und sagen wir, die Ecken sind maximal weit auseinander, wenn wir jetzt hier eine Galerie der Länge 3 gehen, dann ist das wieder genau das gleiche wie nachher, wenn wir andersrum gehen. Und so passt das wieder alles zusammen. Man kann auch explizit die Abstandsfunktion wieder formal definieren und aufschreiben, ist allerdings ein bisschen komplizierter, möchte ich es auch nicht machen. Wie vorhin können wir uns auch wieder die Residuen angucken. Wenn wir die Farbe grün betrachten, kriegen wir 7 grüne Dreiecke. Ein einzelnes Dreieck ist ein Residuum und wir kriegen 7 grüne Residuen.
Und mit Lila können wir das genauso machen. Auch wieder 7 lila Dreiecke, 7 Residuen. Ein einzelnes Dreieck ist ein Residuum. Weil die Rang 1 Residuen eben Dreiecke sind, hat jedes Rang 1 Residuum genau 3 Kammern. Und deshalb ist es ein dickes Gebäude. Wir wissen ja, dass dieses dicke sphärische Gebäude den gleichen Typ hat wie das Gebäude, was wir gerade betrachtet hatten mit dem Kelligraphen der Coxeter Gruppe D3. Und wir hatten als Funfact festgehalten, dass wir diese Kelligraphen von Coxeter Gruppen vom gleichen Typ immer in unseren Gebäuden wiederfinden können, dass das die Apartments sind. Und wenn wir uns diesen Graphen angucken, dann können wir sehr schön immer Sechsecke einzeichnen und deshalb an diesem Graphen kann man viele schöne Dinge ablesen. Das ist eigentlich alles, was ich zu Gebäuden sagen wollte. Einfach nur als eine grobe Einführung, damit man mal eine Vorstellung bekommt oder ein paar Beispiele hat, in denen man Dinge einzeichnen kann und mal gesehen hat, wie das so aussehen kann. Es gibt ein ganz berühmtes Resultat von Tietz, der gezeigt hat, dass alle dicken, irreduziblen, sphärischen Gebäude von Rang mindestens 3 die Mufang-Bedingung erfüllen. Die Mufang-Bedingung oder Eigenschaft ist einfach eine schöne Eigenschaft, die ich jetzt auch nicht erklären werde. Ich kann sie vielleicht irgendwann mal erklären, aber nicht heute und hier. Was dick bedeutet, hat mir gesagt, dass jedes Rang 1 Residuum mindestens 3 Kammern enthält. Sphärisch bedeutet, dass die korrespondierende Coxeter-Gruppe endlich ist. Irreduzibel bedeutet, dass das Coxeter-Diagramm das zugehörige zusammenhängt ist. Und Rang mindestens 3 bedeutet eben, dass die Kardinalität der Indexmenge i größer gleich 3 ist. Und alle höherdimensionalen sphärischen Gebäude sind klassifiziert, was auch super schön ist. Und ja, das vielleicht auch nochmal als kleinen Ausblick und Motivation, warum man sich sphärische Gebäude gerne angucken möchte. Wenn man jetzt Lust hat, sich mehr mit sphärischen Gebäuden auseinanderzusetzen, empfehle ich halt wirklich nochmal dieses Buch, The Structure of Spherical Buildings von Richard Weiss. Es ist eine gute Einführung, es fängt quasi bei 0 an und ganz hinten am Ende wird eben auch dieses berühmte Resultat von Tietz bewiesen, was ich gerade zitiert habe. Richard Weiss selbst hat viel mit Tietz zusammengearbeitet und es ist wirklich gut geschrieben, man kann es verstehen. Es ist ein sehr gutes Buch und ich empfehle es sehr. Okay, und das war jetzt alles für dieses Video. Ich hoffe, man konnte ein bisschen eine Vorstellung gewinnen. Wie gesagt, ich habe sehr viele Details ausgelassen, es war sehr grob, aber ich hoffe, dass man an dem Beispiel ein bisschen sehen konnte, was Gebäude sein können. Gebäude werden manchmal auch als Simplizialkomplexe definiert, also es gibt so verschiedene Arten, Gebäude anzuschauen. Einmal als Simplizialkomplexe, einmal als Kammernkomplexe. Wir haben jetzt Kammernkomplexe besprochen. Wir können auch irgendwann noch über Simplizialkomplexe sprechen und warum, wie das zusammenpasst. Aber ja, das war es erstmal und du kannst gerne liken, kommentieren, abonnieren, mir eine Spende via Patreon, PayPal oder Ko-fi zukommen lassen. Alles kann, nichts muss und bis dann.